Na, da sind wir jetzt schon in der letzten Welt. Ja, das ist letzte Welt. Jetzt habe ich es verraten. Die finale Welt. Wahrscheinlich sieht man es auch schon im. Wie will ich es nennen? Im finalen Titel sozusagen. Da steht ja ein Finale hinter. Ich denke, euch würde etwas auffallen gleich. Ich will mich noch nicht dazu äußern, aber ich denke, ihr werdet es bemerken. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, oder? Es gibt jetzt keine Power-Ups mehr, die man einsammeln muss. Sowohl meine Fähigkeiten als auch die der Gegner, sprich Bombenanzahl und Explosionsradius, sind von Anfang an maximiert. Das macht ja diese Welt so unfassbar krass. Die übertreiben jetzt richtig stark damit, muss man ja so sagen. Da, 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 da. Komm her, hier. Oh nein, was hat der? Und schon habe ich es komplett vergessen, dass der Explosionsradius größer ist als ein Feld breit. Radius ist ehrlich gesagt auch falsch, oder? Weil Radius würde ja nur der. Na, die Hälfte vom Durchmesser sein. Also das, was. Also die Hälfte von dem, was es eigentlich tut. Naja. Apropos Radius, da könnte ich wieder ein gutes Thema anbringen jetzt. Warum ist mir gerade so. Ja, Schulfächer, was sind eure Lieblingsschulfächer? Meins war jetzt nicht so Mathe. Mathe fand ich echt nicht so schön. Aber ich bin jetzt auch nicht so der klassische Typ, der sagt, boah, Mathe ist das schlimmste Fach, was es gibt und so richtig ätzend. Nö, fand ich jetzt nicht. Also Deutsch bin ich sehr gut drin, macht mir sehr viel Spaß und Englisch auch. Über Englisch habe ich schon gesagt, dass ich ganz gut Englisch, also das heißt ganz gut Englisch, ich stand bei Englisch immer eins. Hohoho, lass da den Streber raushängen. Ja, Englisch war eigentlich richtig cool. Sport ist so mein Hassfach. Also ich kann keinen Sport. Und jetzt werde ich wieder so ein Geheimnis von mir verraten, dass ich nur in diesem LP nennen werde und nirgendwo sonst. Ich kann keine Liegestütze. Nicht einen einzigen. Ich wirklich, ich komme nicht hoch. Ich drück mich runter. Was heißt runterdrücken? Ich gehe runter und komme nicht mehr hoch. Meine Arme. Ich weiß nicht, ob meine Arme. Sie sind nicht unbedingt mal Wackelpudding und dann können mein Gewicht nicht tragen oder so. Aber irgendwie merke ich, dass sie irgendwie nicht schwabbelig, aber so wackelig sind und so. Es ist ganz komisch zu mal beschreiben, als ob meine Muskeln einfach mal sagen, nö, ich habe keine Lust mehr zu funktionieren. Nö. Will nicht mehr. Ich hab verkackt. Richtig dumm einfach, ey. Ansonsten bin ich generell trotzdem auch. Bin auch ziemlich unsportlich in jeglicher Hinsicht, aber, und das muss ich sagen, ich mache trotzdem alles mit, was geht, selbst wenn ich scheiße daran bin. Ich hasse Sport immer so sehr, aber man muss ja auch Sachen tun, die einem keinen Spaß machen, ne? Ist ja so. Mir macht zum Beispiel keinen Spaß, hier zu verlieren, aber jetzt werde ich gewinnen. Ja, schlauster Gegner wieder mal, Das ist mir auch aufgefallen, die Gegner können nicht umgehen mit sowas. Die Gegner können mit ihrer Stärke nicht umgehen, ey. Sie sind so doof dafür. Ey, jetzt waren es nur 87, keine 88. Ja, ich denke, ich beende hier dann auch das Kapitel Smalltalk. Werde jetzt bis zum Rest des LPs wahrscheinlich so ein bisschen, ja, mich zurücklehnen, jetzt das Spiel so genießen mit euch noch. Denn das war ja eine kurze. Oh Mann, habe ich jetzt schon wieder verloren. Mann, ey. Ich wollte das jetzt mal locker floppig hier beenden, weißt du? Gerate aber leider trotzdem noch in die ein oder andere Misere hier. Ja, das war ja wieder super geil von meinem Gegner. Gut, dass ich solche ernstzunehmenden Gegner habe. Müssen wir so einen Zeitrekord aufstellen. 94 habe ich es jetzt geschafft. Geht es noch schneller als 94? Leider nicht, wenn diese Wege nicht direkt befahrbar sind. Das ist aber doch, ich habe noch mal ein gutes Thema. Was haltet ihr von Speedruns bei Spielen? Seid ihr jetzt noch. Langsam nervt's. Seid ihr Leute, die bei Spielen schon mal gerne versuchen, richtig schnell durchzukommen? Ich nicht unbedingt, ich genieße Spiele eigentlich. Muss jetzt also nicht so ein Mords Tempo irgendwo drauf haben. Und da gibt es natürlich neben den Speedrunnern auch noch die Highscore-Jäger, die immer so die Maximalpunktzahl erzielen wollen. Ja. Aber ich bin hier zu keiner Kategorie so. Also ich bin jetzt nicht so versessen darauf, Rekorde zu brechen, sondern.
spiel einfach so für mich eben, ne? Mach einfach so mal eben, so, ja. Just for fun. Gut, dass die Explosion da nicht mehr aktiv war, das war das ein bisschen komisch. Jetzt beenden wir es hier. Alter, oh mein Gott. Ey, das ist echt nicht ohne, wenn jetzt drei Gegner hier sind, wa? Alter. Ey, das ist ja. Alter, mein Gott. 88, ey, das ist ein Running Gag, diese LP. Das ist ein unfassbarer Running Gag, diese 88 da ständig zu sehen. Das war schlau. Ich habe gerade aus Versehen, wirklich aus Versehen, die Taste nach unten gedrückt, weil mein Finger ein bisschen gezuckt hat. Nicht mit, nein, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht hingeschaut und habe nach unten gedrückt. Das war jetzt keine Autoreaktion von mir, das war jetzt wirklich, ich habe unbedacht drauf gedrückt. Hey, Huster, Huster. Ah, das sollte jetzt. Nein, 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 Mann! Weil er zu schnell gefahren ist. Ich wollte genau dazwischen stehen bleiben. Ich wollte wirklich genau dazwischen stehen bleiben. Aber er ist zu schnell da reingepäst, ey. Jetzt mach doch mal schneller, Junge, ey. Gott, ja, das war easy. 97, das war der Zeitrekord. Ich habe jetzt leider nicht so drauf geachtet, ob jetzt 97 mein schnellstes Ergebnis von allem hier war. Was? Wie hat der dich denn noch gerettet, bitte? Ey, ist das wahnwitzig. Ja, und tschüss. Gut. Was? Also jetzt können wir jetzt. Kommen wir zum Final Boss? Ja. Final Boss. Es interessiert mich jetzt mit dem Hidden Passport, mit dem Hidden Passport, was da stand. Oh, die Musik ist übrigens ziemlich geil. Ich liebe diesen Boss. Fun Fact zu dem Boss, den habe ich früher als Kind immer mal so gezockt. Ich habe immer das Passwort von diesem Boss hier eingegeben, nur um den zu spielen. Weil ich den so cool finde. Der hat drei Phasen. Und ich kann jetzt schon sagen, die erste Phase ist die coolste. Da haben wir das erstmal getroffen. Und zwar besteht die Form darin, dass man zuerst diese Rakete weghaut. Damit er dann eben seine Klappe. Oh nein, Laser, Laser. Damit er seine Klappe da öffnet und dann kann man ihn verwunden. Das war der zweite Treffer. Und jetzt müsste ich ihn doch gleich haben, oder? Da. Na, oh, ich wusste, dass sie jetzt die Laser in der Ecke haben würde, ey. Man darf ihm eigentlich überhaupt nicht zu nahe kommen, weil er dann sofort diese Laserschusstechnik macht. Es gibt übrigens ein ganz einfaches Prinzip, wie man die erste Phase schaffen kann. Das war ganz cool auch, gerade was ich gemacht habe. Ich denke, ich habe die Zeit, um euch die zu zeigen, nachdem ich ihn einmal besiegt habe. Aber erstmal werde ich. Ganz ehrlich, nein, die mache ich, zeige es jetzt schon. Ich will euch jetzt eine ganz lustige Methode zeigen, wie man die Gegner machen kann. So. Ah, schade, das ging. Oh. Ich denke, man hat verstanden, worauf ich grundsätzlich hinaus wollte, oder? Das kann klappen. Komm, 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 komm. Ja. Ja. So geht die erste Phase. Warum ist jetzt die Rakete noch da? Das ist ein bisschen hinderlich. Hallo, die Rakete soll in der zweiten Phase schon gar nicht mehr da sein. Jetzt hat er hier nur noch diese. Jetzt ist er in dieser Kopfform, wo er jetzt die Bälle da loslässt. Ah. Das geht auf diagonal übrigens. Der kann auf diagonal ballern. Alter. Nicht zu unterschätzen, der Dude, Mann. Und. Nein, noch ist es nichts. Nein. Oh oh. Jawohl. Und da komme ich zur letzten Phase. Also insgesamt wirklich muss man ihn 9 Mal erwischen. Nur noch der Kopf jetzt. Und jetzt verfolgt er mich die ganze Zeit und schießt in die 4 diagonalen Himmelsrichtungen diese Diamanten. Nein! Oh, damn it. Dann kann ich noch mal eine andere Methode zeigen. Ich zeige jetzt gerne eine Methode, wie man besiegen kann. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das noch ein bisschen zu zeigen hier. Warum nicht? Einfach mal so ein paar Tricks, was man machen kann. So kann man ihn zum Beispiel auch zweimal gut treffen, wenn man diese Bombreihen erzeugt. Das habe ich als Kind halt alles selbstständig rausgefunden.
Und zack! Ich liebe diesen Boss, ey. Das ist einer der geilsten Gegner, ey. Also von allen Spielen der Welt, finde ich. Jetzt meine ich jetzt ernst. Das ist jetzt nicht mal eine Übertreibung von mir. Ich liebe diesen Boss. Der macht so viel Fun, den. Ja. Der ist echt gar nicht zu unterschätzen, sieht man hier. Also dann. Jetzt machen wir ihn wieder so. Jetzt machen wir jetzt nicht wieder solche Taktiken. Wir können mal sowas hier probieren, solche wirklich weit gesetzten Bomben. Da hat man dann ja richtig die Gelegenheit, ihn zu treffen. Sieht man ja hier ganz gut. Weit gesetzte Bomben führen zum Erfolg. Da muss doch nicht mal die Bombe explodieren. Vor allen Dingen, je größer die Explosionen sind, umso länger dauert das, bis die also die Explosionen komplett verschwinden. Oh, die trägt dich jetzt ein bisschen aus, Kollege hier. Ah, shit. Ah, das war's mit der Form. Und jetzt zeige ich euch, wie man noch die letzte Form richtig easy machen kann. Schiebung! Schiebung! Das war Bullshit. Ich bin einfach gestorben gerade. Was war das denn? Was war das denn? Hä? Es implodiert in nichts! Hä, was war. Ich check das nicht mal. Was ist denn jetzt passiert? Das Spiel will mich noch nicht. Will noch nicht, dass ich das LP beende oder was? Ich muss noch mal richtig komisch verlieren die ganze Zeit. Das ist sowieso das kürzeste LP auf meinem Kanal, das muss man ja auch mal sagen. Also mein kürzestes LP bisher war Mickey Mouse auf Ganovia, beziehungsweise Balance, oder Balance. Das hier wird keine neuen Parts haben, das Spiel. So. Dann zeige ich euch eben jetzt die Methode. Ihn auf mich zukommen lassen und jetzt die ganze Zeit die Bomben hinter ihn schmeißen. Dann haben wir das hier auch. Das war's mit diesem Boss. Wow, dann will ich mich jetzt nochmal informieren, ob es tatsächlich irgendwas Geheimes gibt, was ich hier noch gar nicht kenne. Weil bei Stage 7 ja irgendwas mit einem geheimen Passwort war. Nicht mal Stage 7, World 7, ne? World 7. Ach ja, da gibt's noch die Credits. Die Credits. Credits. Ich glaube übrigens, die Passwörter für die einzelnen Stages, für Bomberman, also den Charakter hier, sind nur rückwärts die Passwörter von Wario. Also das Passwort für den letzten Boss, das war ja 3158. Und es ist also 8, 3, 1, 5, 8, also 8, 5, 1, 3. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Na, eigentlich hätte ich jetzt Bock, während das hier läuft, Kuwahara. Soll ich schon mal wissen, was wir an dem Spiel erzählen? Auch wenn ich an sich nicht über das Spiel so viel geredet habe. Es war halt Bomberman, hallo. Mit Bomberman kann man nicht so viel falsch machen. Es hatte aber auf jeden Fall einige coole Elemente, ne? Es war ja, es war ein richtiges Kurzprojekt. Ein richtiges Kurzprojekt. Richtig schön kurz. Da das nicht vollständig in 2 Wochen ist, wird es dann jetzt in dieser Woche also wieder Auffüllvideos geben? Das dürfte sich dann wieder in Heckmonds-Kämpfen äußern. Davon gehe ich aus. Und jetzt gucke ich halt noch. Oh ja, stimmt, da gibt es noch so ein Endbild. Das mache ich auf so einem. Vorher so einer Tröte daher fährt. Und ja, das ist wirklich richtig gut, ey. So, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus oder was? Ich komme nicht mehr raus aus dem Screen. Ich guck mal nach, was ich machen kann. Also keine Ahnung, wie man jetzt genau darauf kommt. Ich habe mal recherchiert, 5656 soll was bewirken. The Battle. Das ist jetzt blind, das kenne ich nicht. Was ist das? Das ist ja nett. Wow, hier kann man einen zusätzlichen Modus spielen. Wie lustig. Das kannte ich all die Jahre nicht. Vor allen Dingen, ich weiß doch, warum ich das nie gefunden habe oder nicht mal recherchieren wollte, weil ich damals noch kein Englisch konnte. Ich habe mir also gar nicht durchgelesen, dass da was stand mit Secret. Und wie gut ist bitte der glückliche Umstand, dass ich das gelesen habe, obwohl ich die ganze Zeit über was anderes gesprochen habe in diesem LP.
Trotzdem habe ich die Texte gelesen und bin darauf gestoßen. Ach ja, Moment. Da war was. Ich kann jetzt die ganze Zeit in ihr reindrücken. Oh ja. Ja. Ach, das kann ich ja auch schon machen hier mit diesen Blocksprüngen. Diese Blocksprüngen kann ich auch noch machen, ey. Ja, das war sehr schnell, das Vergnügen. Scheint mir also nur so ein unendlicher, ja, Kampfmodus zu sein. Wir können ja mal testen, ob ich jetzt mehr als 4 Gegner besiegen kann. Wobei ich technisch gesehen noch nicht mal viel geschafft habe. Ich bin zusammen mit dem 4. Gegner gestorben. Also, ich würde nicht mal sagen, dass ich so viel geschafft habe. Ja, so ist das halt lächerlich. Du kannst die Gegner jedes Mal da reinschmeißen in die Ecke. Dass das halt keiner gescheckt hat von den Programmierern, wie dumm das eigentlich ist. Ich kapiere das nicht. Wow, ist das geil, ey. Ich meine, klar, irgendwann hat man da einen Schuldigkeitsfehler, aber das ändert nichts daran, dass das echt lächerlich ist. Oh, jetzt schmeißt man sich in die Ecke, Wario. Nett auch, dass ich jetzt zum Ende des LPs nochmal mit Bomberman durchspiele hier. Ja. Na gut, ich würde sagen, wenn ich jetzt gleich den 10. besiegt habe und dann nichts Besonderes passiert, dann, ja, dann beende ich dieses LP und sage, das war's mit diesem kleinen experimentellen LP von Wario Blast, oder Wario Blast. Featuring Bomberman. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aha, ich bin absichtlich noch gestorben.